Bitte was? Ach so. Entschuldigt bitte. Ich bin verwirrt, wie es immer so ist. Ach Gott, wie ich mich immer verlaufe hier in dem Spiel. Das ist ja unfassbar. So, jetzt aber. So. Die Kamera macht ja irre. Ja, das stimmt. Na toll. Hat sich ja mal voll gelohnt. Gibt es denn hier sonst noch irgendwas, außer irgendwie den Schlüssel, den wir hier gefunden haben? Liegt hier noch was? Nö. Schalalala. So. Das heißt, wir haben jetzt einen weiteren Residenzschlüssel, glaube ich, in der Tasche bekommen, ne? Ach, Hausschlüssel. Hausschlüssel, Hausschlüssel, Hausschlüssel. Ist er jetzt wieder fürs Anwesen der Schlüssel? Mal eben kurz auf die Karte geschaut. Okay, die Tür ist zu mit der Schreibmaschine, da kommen wir nicht rein. Ach so, das wäre quasi der. Ah, Moment, da ist noch eine Tür, wo wir noch nicht drin waren. Halt, stopp. Wo war das jetzt? Da, hier. Flasche Kölsch! Umgekippt. Nein! Oh Mann! So. Ja, jetzt schaue ich mir gleich an. Underworld. Es müsste Helmschlüssel sein, ja. So, hier waren wir doch drin. Hä? Schon wieder? Ach so, das haben wir ja. Stimmt. Bevor wir gestorben sind, vorhin haben wir das ja gemacht. Stimmt, da ist ja noch ein Dolch drin. Ja, den nehmen wir natürlich mit. Klar, sicher. So. So, das wäre dann der Helmschlüssel. Wenn ich das richtig lese. Jawohl! Der Helmschlüssel. Ein Helm ist darin eingraviert. Sehr schön. Das heißt, wir können wieder zurück. Und auf dem Weg zurück würde ich sagen, sammeln wir mal ein paar ja, Kräuter ein, wenn wir welche finden. Bei Gisela vor der Tür war noch Kräuter. Ich entsinne mich. Das heißt, wir werden einen Abstecher nach Gisela machen. Gisela, ich komme. Schätzelein. Schätzelein. Gisela, Schätzelein. Schätzelein, Rücken hab ich. Schätzelein, Rücken. Rücken. Da kannst du dich bücken. Denn ich habe Rücken. Ein netter Rücken kann auch entzücken. So. La 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 la. Gisela, ich komme. Kräuter und Euter, das ist auch eine schöne Kombi. Mit meinen Kräutern in der Hand. Na, na, na. Habe ich damals deine Euter verbrannt? Was? Nein. Pitt? Christa Brad, can you hear me? Brad. Pitt? Damn. Brad, Pitt? Entschuldigung. Wir müssen sagen, der war gut. Der war echt gut. Das ist so. La 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 la. Ich wimmel mal so ein bisschen. Gisela, du musst nicht traurig sein. Was? Uah, geh weg, du stinkst. Deine Mutter war Bambi. So. Gisela, du musst nicht traurig sein. Der Sascha wird bald bei dir sein. Ja. Gisela, ich liebe dich. Froschmänner. Wieso kommen die jetzt hier? Was? Aua! Na toll. Wir werden auf dem Weg zu Gisela, werden wir wahrscheinlich sterben, wenn es so weitergeht. Von wo fallen die denn runter? Aber hier ist nichts. Bei mir ist nichts. Also bei mir ist. Scheiße. Flachwitze wie Sarasa am Start. Ja. So. Sind immer noch die besten Witze. Das ist. Sei mal so dahingestellt. Gisela!
Da war Chris noch nicht mit Anabolika aufgepumpt. Scheiße, fuck, wir sind doch jetzt vergiftet wahrscheinlich, ne, oder? Ah, ne, doch nicht. Huh. Das heißt, schnell nach. Ah, Moment. Oh, halt, stopp. Hey, gesund. Juhu. Da ist eine Blendgranate. Da war Chris noch nicht mit Anabolika vollgepumpt. Ja, das stimmt. Jetzt in den neuen Teilen ist es echt ganz schlimm. Ja, nehmen wir mal mit hier die Munition fürs Gewehr. Dann brauche ich jetzt gar nicht mehr nach Gisela. Warum kriege ich denn hier so viel Munition und Lebensenergie? Was? Vorsicht? Vorsicht gleich im Herrenhaus? Was? Okay. Yo, in Resident Evil 5 war der echt voll aufgepumpt. Das stimmt allerdings. Das ist wahr. So, jetzt können wir die ganzen Helmtüren aufmachen. Hallo? Schade, ich hätte gerne Gisela nochmal besucht. Willst du mich verarschen? Gisela! Schätzelein! Ach nee, ist gar nicht Gisela. Wer ist das denn? Der Froschmänner. Was? Froschmänner? Verfolgt er mich jetzt? Der soll weggehen. Geh weg. Uah! Uah! Geh! Aua! Ja, ich bin tot. Aua! Ach, das sind das zwei? Was? Was? Wo kommen die alle her? Geh weg! Oh, fuck! Wo kommen die her? Ich dachte, wir können jetzt schön rumlaufen hier. Lalala. Scheiße, fuck. So ein Scheiß aber auch. Sind die jetzt überall? Nennen wir ihn Klaus. Ja, Klaus war da, genau, Klaus. Hey, Harry, bist du noch da? Harry! Hi, Harry! Wie geht's denn so? Alles klar bei dir, Harry? Oh, Harry hat, glaube ich, Mundgeruch. Der atmet schwer. Die Kläuse. Wir nennen sie einfach mal die Kläuse. Die Kläuse. Ich möchte, dass er Helmut heißt. Helmut! Klaus und Helmut oder Helmut und Klaus. Helmut und Klaus finde ich gut. Finde ich super. So, gehen wir mal hier rein. Helmut und Klaus waren da gerade gewesen. Die Froschmänner. Was haben wir hier? Ein Tagebuch. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann nicht mehr, ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter dem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Oliver Wilke. Helaus. Hinter dem Gemälde? Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Ich wollte mal kurz gucken. Klaus und Helmut, genau. Was haben wir hier? Könnte das ein Teleskop sein? Es sieht ziemlich alt aus. Ein kunstvoll verzierter Globus. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hingehen. Haben wir eine Karte? Ah, okay. Dann gucke ich noch mal, bevor ich jetzt durch die Tür gehe, einmal kurz hier, was hier ist. Ah, ja. Hey, geil. Nein, lass ich erstmal liegen.
Ist mir egal. Können wir immer noch holen. Müsst ihr mich dran erinnern? Ja, ich vergesse das sonst wieder. Was? Geh weg! Hab ich mich jetzt erschrocken? Geh weg, du stinkst. Geh weg, Bob. Bob, geh weg. Geh weg, Bob. Mann, geh weg. Mann, geh weg. Ah, geh weg, Bob. Gott sei Dank, mein Gott. Also, dass der Bob immer überall rumturnt, was. Also, ich verstehe das nicht. Also, keine Ahnung. Bob muss auch immer überall sein. Schmuckkasten mitnehmen? Jupp, nehmen wir mit. Jetzt nochmal grünes Kraut, das brauchen wir alles gar nicht. So. Lass ihn uns Pauli nennen. So wie die von San Pauli. Das sind die, die viel besser sind und cooler als HSV-Fan, aber naja. Hi Gaffi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Die Animation mit den Türen sind auch Kult, das stimmt. Das waren ja früher die Ladezeiten. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber der PlayStation gibt es ja. Bei Resi, wenn man das so überlegt, sind sie eigentlich keine Ladezeiten mehr, weil es geht ja so in einem Fluss. Klaus und Helmut wartet ja auch noch auf uns. Was müssen wir denn jetzt mit der Schatulle machen? Da müssen wir mal kurz gucken. Da müssen wir wahrscheinlich den. Keine besonderen Merkmale. Es gibt eine Runde, etwa 4 cm Durchmesser. So, oh mein Gott. Ich musste mal kurz husten. Gut, wo haben wir denn noch eine Tür, die zu ist? Das heißt, wir haben da hinten. Ah ne, das ist nicht die. Da müssen wir hin auf der anderen Seite, genau. Das heißt, wir müssen drüben hin auf die zweite Etage. Denn da sind noch Türen mit Helmsymbole. Vielleicht treffen wir ja. Genau, Frank kommt jetzt erstmal wieder. Frank! Den roten Edelstein brauchst du dafür. Frank? Wo ist Frank? Wo ist Frank hin? Frank? Wo ist der hin? Frank, du hast mich verlassen. Oder haben wir den erschossen? Nee, den erschossen haben wir den noch nicht, ne? Oder? Nee. Komisch, dass er weg ist. Naja. So, wir haben hier eine verschlossene Tür. Da hinten haben wir auch noch eine. Ich nehme erstmal diese Tür hier. Und dann schauen wir mal die anderen. Dann kommen wir mit dem Schlüssel bestimmt dort weiter. Oh, hallo. Bevor ich das aber mache, werde ich noch mal runtergehen und wo ist der hin? Hier lag einer auf dem Boden. Wo ist der hin? Frank ist Gisela besuchen. Gisela, du betrügst mich. Aber wo ist der hin, der hier lag vor der Tür? Das ist jetzt ein bisschen verwunderlich, dass, ja. Das. Wo ist der hin? Frage ich mich gerade. Ich werde nochmal eben speichern. Auf die Schnelle. So. Noch 20 Stunden, wie geil. Yo. Frankies Gisela besuchen, das glaube ich ja nicht, ey. Das ist ja unfassbar. Und wo ist der hin, der vor unserer Tür lag? Hat er sich gedacht, ach komm, ich suche mir ein anderes Plätzchen. Hier läuft immer einer rum, da kann ich nicht in Ruhe pennen oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Frankies Gisela besuchen, das ist auch geil. So wie alles so sein eigenes Leben entwickelt. So. Wir haben noch genug Schuss, wir haben eine Schüssel dabei, zwei Plätze, das ist super. Und dann würde ich sagen, probieren wir jetzt erstmal die Türen aus mit dem Helmschlüssel.
Und dann schauen wir mal. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. 100. Folge heute mit dem 24-Stunden-Marathon als Überraschung. Wir fangen an mit Resident Evil oder sind da mittendrin schon seit 20 Uhr. Sie haben den Helmschlüssel verwendet. Na, da bin ich immer gespannt, wo es jetzt hingeht. Ja, Let's Play Live Show jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Besucht mich auch auf meinem YouTube-Channel, wenn ihr Lust habt. Was war das? Was? Bitte was? Moment. Hallo Vogel. Vielleicht so? Ich weiß es gar nicht. Hä? Oder muss ich Lichtschalter ausmachen? Kann das sein? Vielleicht? Da oben. Jetzt sehe ich es erstmal. Ja. Da liegt noch eine Notiz. Kleinen Moment bitte. Big Brother is watching you. Brief an den Sicherheitschef. Vertraulich zu Händen Sicherheitschef. Datum 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehend Maßnahmen. 1. Locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. 2. Sammeln Sie 2 Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster, mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. 3. Sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Ackley-Labors. Symbol wollte ich gerade sagen. Symbol ist auch geil. Einschließlich aller Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragische Unfall dar. Hilfe. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall werden Sie sich direkt an Anschluss 5691. Viel Glück, Umbrella Hauptquartier. Naja. Moment. Unterm Vogel, langen Kiste, roten. Warte mal, hier ist aber auch noch ein gelber Stein, ne? Muss ich beide? Ich glaube, ich brauche beide. Kann das sein, dass ich beide brauche? Hä? Ja, nehme ich mal aus. Was? Es ist etwas verbunden und bewegt sich nicht. Okay. Entschuldigung. Irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals. Ja, jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut, weil die Kiste nämlich schon rangeschoben worden ist. Ich werde nochmal den Raum verlassen und nochmal neu resetten. Was denn sonst? Ein Elefant? Was? Was? So. Ich habe schon wieder, glaube ich, die Hälfte wieder im Chat nicht mitgekriegt. Das ist ja supi. So. Hat denn der Vogel auch noch irgendwas zu bedeuten? Also der Vogel, der da oben auch hier sitzt, vor der Kamera. Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Das hat doch wahrscheinlich was mit dem Adler zu tun, oder?
Moment. Was? Ein Hirschgeweih. Ja, super, toll. Immer unter dem Vogel entlang gehen. Ah, der darf mich nicht beobachten dabei. Ah, alles klar, ich verstehe. Ich verstehe. Soll man jetzt mal Licht aus, damit er mich nicht sieht? Hallo. La, 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 la. Komm, 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 nimm ihn. Yeah, geil. So, jetzt müssen wir noch die andere Kiste schieben. So. Diese Psycho-Musik. Okay. Guck mal hier, ein Vogel. Hallo, ich bin hier. Haben wir noch genug Platz? Ja, haben wir noch. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ciao. Prost. Kann das sein, dass wir die Steine jetzt auch bei dem Tiger oder bei dem Löwen da einsetzen? In dem Kopf, also in den Augen? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist alles so lange schon her. So, dann schauen wir mal hier. Roten Stein in die Schatulle. Na gut, dann gehen wir mal nochmal zurück. Wir müssen ja hier eh... Der Speicherpunkt ist ja eh hier. So. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. So, die Schatulle haben wir ja da reingetan, ne? Genau. Kombinieren wir mal das Ganze. Zack. Ah, ja. Jetzt sind wir ein bisschen puzzeln. Wie kann ich das? Achso, drehen. Achso, okay. Ja, Moment. Das, Moment, zurück. Ich glaube, das obere ist noch nicht richtig, ne? Kann das sein? Moment, oder? Doch, nee, so muss, so sitzt das, glaube ich, ne, oder? Oder doch, nee. Moment. Ah, Moment, nee, Quatsch. Zurück. Kann das sein, dass das... so rum muss. Und das muss hier irgendwo hin. Oben oder so. Ne, Moment. Ich will es gerade mal selbst probieren. Ja, nicht böse sein, wenn ich jetzt gerade nicht auf den Chat gucke, ja. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Das könnte oben sein. Das könnte so sein. Oder? Aber wie sitzt denn das Kleine dann? Ach nee, Moment, so, ja, so. Ich glaube, so sitzt das richtig. So, Moment. Es kann sich nur um Stunden handeln. Das ist falsch. So vielleicht? Es könnte hinkommen, oder? Weil anders geht's. Ich probiere das mal so aus. Moment. Das ist auf jeden Fall die Mitte. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist definitiv die Mitte. Machen wir das mal. Das müsste
Oder? Ne, Moment. Ne, das passt auch nicht. Kleinen Moment. Ich bin verwirrt. Das ist Quatsch. Puzzleteile mit 5 Teilen ist schwerer als eine Geburt. Das stimmt allerdings. Ich weiß gar nicht, ob das richtig sitzt, das Gro, aber ich glaube schon. Ich meine, das sitzt richtig, das Große. Das könnt ihr mir vorstellen, dass irgendwas hier unten in der Ecke sitzt. So vielleicht. Irgendwie so. So vielleicht. Und dass das dann. Das ist schwierig. Lalalala. Ne, Moment, probieren wir erstmal das andere aus. Das hier. Das verwirrt mich auch noch ein bisschen. Das ist irgendwie. Ja, das ist Quatsch. Das passt ja gar nicht. Okay, ich glaube, das eine, ich glaube, das kleine Teil ist, glaube ich, auch noch falsch, ne? Kann das sein, dass es hier irgendwie liegen muss? So vielleicht? Das große nach links. Das große nach links? So vielleicht? Kann das so vielleicht irgendwie? Das kommt schon eher hin, oder? Nee, Moment, nee. Oder? Nee, das passt nicht. Das ist Quatsch. Ah, okay, alles klar. Ich glaube, ich weiß wie. Nein, 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 nein. Das muss da oben hin. Und das muss, glaube ich, nach unten. Ne, kann das sein? Das ist entweder so oder. Ich glaube, ich. Moment, wie war das jetzt? Wie hatte ich das jetzt gerade im Kopf? War das so? Hallo? Hey, wie hatte ich das denn gerade? Ich bin verwirrt. Hilfe.